Da die Verschmutzung der Ozeane weiterhin drastisch zunimmt, ist der berühmte Meeresforscher Professor Dr. U. Boot nun auf eine geniale Idee gekommen. Seit einiger Zeit leitet er eine Plantage in der Shark Bay in Australien, auf der er Meeresstaubsauger züchtet. Zunächst eine besonders attraktive Staubsaugerin in die Bucht schwimmen, bis ein Wal sich interessiert näherte. Nach einem Jahr gebar die Staubsaugerin einen kleinen Meeresstaubsauger, der Dugong getauft wurde. Inzwischen gibt es auf der Plantage eine große Zahl an Meeresstaubsaugern. Sie sind sanft und etwas träge, aber durchaus fleißig. Wenn man den Stecker nicht herauszieht, saugen sie ununterbrochen den Meeresboden. Und da sie alle stubenrein sind, muss man nicht mal den Beutel wechseln. Der eingesaugte Inhalt wird verdaut und in Form von feinstem Flüssigdünger wieder über den Meeresboden verteilt.